Ja, hallo Leute, hier wieder euer Doso mit Let's Play angezockt oder mehr von Skyrim. Wir sind hier auf der Flucht durch die Festung. Wir haben da hinten unseren Papagei gelassen, der uns ja verbrannt hat ein wenig. Ausgerüstet sind wir und durchsucht haben wir hier auch alles. Wir nehmen mal auch ja eine Holzschale mit, wer weiß, wofür wir es brauchen können. Und zücken das Schwert und das haben wir in der linken Hand, das mag ich ja gleich gar nicht. Sind wir Linkshänder? Das soll es natürlich nicht sein. Wo Objekte und so, da Waffen. Wir werden die. So. Haben wir jetzt zwei und die tun wir weg. Jawohl. Wir haben ja auch kein Schild, aber blocken können wir. Ja. Wie können wir blocken? Aha, da stecken wir das weg. Und wir verlieren da. So blocken wir, genau. So, was ist da? Korb. Einmal, wir nehmen da alles gleich einmal mit. Wer weiß, wofür wir das noch brauchen können. Irgendwann mal. Aha. Wo ist denn die? Die haben wir und den. Er hat ihr nicht aus. Ausdauer niedrig. Deine Ausdauer ist niedrig. Dadurch kannst du nicht mehr sprinten und auch keine mächtigen Angriffe durchführen. Trinke einen Trank oder warte, bis deine Ausdauer wiederhergestellt ist. Lass mich mal sehen, ob ich diese Tür aufbekomme. Ja, die Jungs stören ja ganz schön. So, Mädel. Ha, durchsuchen und alles nicht. Ja, ja, ja. Kriegshammer. Wir nehmen das. Schaden 2, ja, wir schauen da mal rein. Wir durchsuchen alles. Eisenkriegshammer, den werden wir gleich einmal ausrüsten, ja. Und schon in der Hand. Und dann haben wir Sturmmantel, Brustpanzer. Wir haben da. Aha, wir haben eine bessere Ausrüstung. Wir können das einfach nur nehmen. Und. Hehe. Fellpelzhandschuhe, Handschuhe, ja, die rüsten wir auch gleich aus, ja. Ausgerüstet und das, ja, verkaufen wir irgendwie. So, jetzt haben wir dann einen Hammer in der Hand. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Hat der was Besseres zu bieten? Komm her. Gunja. Wir nehmen das Zeug, alles nehmen, ja. Und, vielleicht auch. Ja, jetzt mach doch keinen Stress. Wir müssen da ja das Zeug nehmen. Wir durchsuchen den auch noch einmal. Und die haben wir, die haben wir. Und das ist auch nicht besser als das, was wir haben. Aber wir nehmen es einmal und dann mal los. Alter, du bist ja wirklich. Da gibt. Ja, da gibt es noch eine Tür. Ah, da kommen wir raus und. Da kommen wir her. Okay. Das war's dann hier. Gehen wir weiter. Noch einmal kurz umgeschaut. Weil so schnell kommen wir hier nicht mehr zurück, nehme ich an. Okay. Dann laufen wir zu. Wo ist denn unser Heinzi? Ach, falsche Richtung natürlich. Da. So. Red einmal mit mir. Ein Drache. Der erste seit 1000 Jahren. Aha, und woher willst du das schon wieder wissen? Anscheinend kann der Herr auch lesen. Das steht sicher irgendwo in der Chronik drinnen. So, Kohl, Gewicht. Nicht sehr viel, ja, und das können wir sicher auch gebrauchen. Wir machen dann eine Kohlsuppe draus und dazu brauchen wir auch einen Kessel. Haben wir auch gleich. Liegt da eine Kartoffel oder was? Nö. Okay. So, mein Freund, lass du mich jetzt davor gehen, oder was? Ja. War ja wieder mal klar. Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Was macht ihr denn? Wir müssen raus aus Helgen, sofort! Wir sagten das. Diese kaiserlichen Lagern hier Tränke, die werden wir brauchen. Woher seid ihr gekommen? Ha, und wieder Kampf natürlich. Freiheit oder Sorgengarde!
müsst ihr schon besser sein. Das geht so nicht, Leute. Ich muss das anders machen. Genug, genug. Ein alter Lagerraum. Seht zu, ob ihr ein paar Zaubertränke finden könnt. Die könnten wir gut gebrauchen. Du bist ja wirklich hartgesotten. Na, wirklich, wa? Wir klopfen da die Leute weich und dann auf einmal einfach nur... Die sind alle gleich ausgerüstet. Hat das was... ist das von Wert? 1:3, 1:3, ja. Wir nehmen es halt einmal mit. Okay. Und können das Zeug ja dann wieder mal wegschmeißen. Und die sind ja alle gleich angezogen hier. Ja. Okay. Gut so, dann durchsuchen wie immer mal. Ja, da ist ein ja, schöner Pelz an der Wand. Der Innenarchitekt hat sich was einfallen lassen. Was ist denn da? Kaninchen sammeln. Rohe Kaninchenkeule hinzugefügt. Ja, cool. Und Fasanenbrust hinzugefügt. Ja, das werden wir uns dann gleich einmal zu Gemüte führen, denke ich. Korb, Korb, Korb. Haben wir schon einen Korb? Ja, ich glaube schon. Und da vorne, da steht doch, ja, alter Wein 0,5 und Wert 12. Das ist ja gut, wenn wir es nicht brauchen und saufen für ein Gelage. Was ist denn da? Knoblauchzopf. Und das ist getrocknetes Elfenohr. Okay. Wofür wir das auch immer brauchen können. Wahrscheinlich zum Würzen, ja. Oder gegen Vampire und so. Und ja, weiß der Teufel, was da noch auf uns zukommt. So, einen Kessel haben wir. Und dann nehmen wir doch die Kartoffeln gleich einmal raus. Ah, den Kessel haben wir auch. Jetzt haben wir zwei. Egal. Ich möchte auch wissen, wo die das alles verstaut, diese. nette Tosita. Weiter geht's da. Eine Holzschale haben wir noch nicht. Wir hätten auch wahrscheinlich noch das Brot brauchen wir. Eine Gabel gebraucht. Aber die können wir hier nicht nehmen. Was ist denn das da? Ein Krug. Ah, wir hatten den ja schon. Verflixt. Holzkelle brauchen wir zum Umrühren. Und ja, gusseiserner Topf. Egal. Das ist auch wichtig, glaube ich. Zaubertrank der geringen Magika. Wert 0,5 und Gewicht und Wert 20. Cool. Salz ist auch nicht schlecht. Ja, wir sind ja für einen Outdoor-Ausflug ja fast perfekt ausgerüstet. Was kommt da noch? Die haben wir schon und hier Getränke, ja. Zaubertrank der kleinen Heilung und Wein. Wein ist immer gut. Wir haben ja eine rote Nase unserer Tosita verpasst. Wir wissen ja, die trinkt doch gerne mal was. Und Holzschale haben wir schon, das lassen wir. Da im Weinfass ist sicher was. Ja, da ist gar nichts drin. Finde ich aber irgendwie schade. Wieso eigentlich? Wir können nur Weinflaschen nehmen. Wir hätten das ja auch abzapfen können. Egal, da ist ein Pfeil und da müssen wir hin. Seht euch den an. Ja, wir kommen da wieder. Schmutzige Gedanken, ja? Durchsucht das Fass und da haben wir Zaubertrank der geringen Ausdauer. Zaubertrank der geringen Ausdauer, Gewicht 0,5, Wert 20, stellt 25 Punkte Ausdauer wieder her. Okay, Zaubertrank der geringen Magika, stellt 25 Punkte Magika, und so weiter und so fort. Und dreimal den Zaubertrank der kleinen Heilung, stellt 25 Gesundheitspunkte wieder her. Wert 17. Okay, soweit so gut. Und Alter, deine sexuellen Präferenzen möchte ich kennen. Okay, dieser Raum wäre einmal soweit. Ja, und Leute, ihr werdet wieder schimpfen. Der Dose lasst sich wieder Zeit und durchsucht und tut und ja, und findet auch die Hälfte wieder nicht. Salz ist immer gut, vor allem weil die ja so leicht sind, die Dinger. Und Zaubertrank der kleinen Heilung, perfekt. Eimer und Holzschale brauchen wir nicht. Da ist ja noch ein Kaninchen. Eine Keule für uns und noch ein Kaninchen, noch eine Keule. Da gibt es ja einiges, den Korb brauchen wir auch nicht, aber der große Sack schaut da verdächtig aus. Kohl, 0,3 Gewicht und Wert 2 stellt einen Gesundheitspunkte. Er stellt ein Gesundheitspunkte wieder her. Ja, ja, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und schon haben wir jetzt
mehr Kohle als wir wollen, ja? Da ist auch noch was drin. Korb, den Sack durchsuchen wir. Tomate 0,1 und Wert 4. Ja, steht auch 1 Gesundheitspunkte wieder her. Tomate, damit machen wir uns eine gute Suppe. Und der große Sack. Grüner Apfel 4-mal, Gewicht 0,1 und Wert 3, stellt 2 Gesundheitspunkte wieder her. Das kommt ja cool. Wir leben da ja fast makrobiotisch und Tod und Teufel, ja. Da oben noch schnell mal raufgeschaut und dann, ja, haben wir diesen Raum auch abgeschlossen. Denke ich. So, Gnädigste, schauen wir mal. Die zwei Jungs da hinten und wir. Nun gut, bevor wir zum nächsten aufbrechen, machen wir hier einen Schnitt. Denk mal, ja, das wird am Anfang immer so sein, dass wir da so lang durchsuchen, das ganze Zeugwerk. Aber ihr kennt mich ja und wer es nicht mag, der muss eben halt vorspulen. In diesem Sinne, wir sehen uns gleich wieder beim nächsten, wenn es da heißt, wir flüchten weiter vor dem Drachen. Wünsche euch noch einen schönen Abend, euer Tosa. Ciao.